Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch weitere Haarpflegeprodukte, die ich für meine Haare habe aus meiner Sammlung. Ich habe ja schon ein Ghoul-Haarpflege-Video ja euch abgefilmt und jetzt sind die Produkte dran von Schauma, dann habe ich eine Haarpflegereihe von Glisskuch und dann ist Isana auch noch dabei. Und deswegen, und das möchte ich euch jetzt in diesem Video gerne zeigen. Und fangen wir mit der Isana Haarpflege Produkte an, die ich von der Marke habe. Das ist die Isana Professionell Keratin Repair Reihe. Das ist einmal das Shampoo. Genau, Keratin Repair. Stärkung der Haarstruktur mit Keratin, Patinol, kaltgepresste Marula Öl ohne Silikone ist für stark geschädigtes und brüchiges Haar. Wie gesagt, hier habt ihr 250 ml. Verwöhnen Sie Ihr Haar mit dem hochwertigen Pflegeprodukt von Isana Professional. Für stark geschädigtes und brüchiges Haar verleiht Widerstandskraft und Vitalität. Hört sich ziemlich interessant an. Isana Professionell Shampoo Keratin Repair wurde speziell für die Bedürfnisse von stark geschädigtem und brüchigem Haar entwickelt. Die Formulierung mit Keratin reinigt sanft, regeneriert und stärkt die empfindlichen Spitzen, wodurch das Haar mehr Stabilität und Vitalität erhält. Für mehr Widerstandskraft und natürlich glänzendes Haar. Hört sich schon sehr interessant an, aber bei den günstigeren Produkten, ob das wirklich so hilfreich ist für die Haare, ist fraglich. Klar tun sie die Haare pflegen und lassen die auch wirklich besser aussehen. Aber wirklich tiefen wirken zu können, muss es schon echt wirklich, meine ich, schon ein hochwertigeres Produkt sein. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie meine Haare die Haarpflegerei finden wird. Dann habe ich die passende Spülung. Die sieht so aus und hier habt ihr ebenfalls 200 ml drin. Und ist die perfekte Ergänzung für das Shampoo. Genau. Wie gesagt, da bin ich mal gespannt, wie diese Haarpflegerei sein wird für meine Haare. Dann zeige ich euch die Produkte von Glisskur eben. Und dann habe ich die ganze Schauma-Produkte. Genau, da habe ich von Glisskur die verführerische Langreihe. Klärendes Langhaar-Shampoo für verführerisch langes Haar bis in die Spitzen. Fettiger Ansatz, trockene Spitze. Biotin-Komplex, Pfingstrose-Essenz. Genau, und das sieht so aus, das hatte ich tatsächlich schon mal. Und das ist quasi schon ein Produkt, was ich nachgekauft habe. Ich muss sagen, es hat meine Haare sehr, sehr gut gepflegt. Es hat sehr, sehr gut geschäumt. Es war auch sehr, sehr ergiebig. Der Duft war wirklich sehr, sehr angenehm. Hat wirklich sehr, sehr gut gerochen. Es hat sehr, sehr gut geschäumt. Und da gibt es eigentlich nichts so richtig etwas zu sagen. Ich fand diese Reihe richtig gut. Das gilt ebenfalls für die Spülung. Also die hat die Haare wirklich sehr schön geschmeidiger gemacht, gepflegt, hat es die Haare sehr, sehr gut. Und da gibt's nichts wirklich was zu sagen, weil das habe ich euch auch schon damals gesagt. Weil wie gesagt, ich hatte diese Reihe schon mal und ich muss sagen, da gibt's nichts wirklich was zu bemängeln. Und dann habe ich die passende Haarkur von dieser Reihe. Das ist die Langhaarschutz 2 in 1 Kur. Das bedeutet, ihr könnt so 2 bis 3 Minuten vor ihr duschen, ihr das verwenden. Also bevor ihr euch, was will ich sagen, es ist schon abends. Ich drehe auch ein paar Videos jetzt auch wieder vor
Und deswegen, das ist jetzt so das zweite oder dritte Video, was ich schon euch für euch abdrehe, filme. Dementsprechend geht es auch irgendwann flöten, damit, was man sagen möchte. Also ihr könnt so das 2 bis 3 Minuten vorher verwenden, bevor ihr eure Haare waschen tut. Genau, das wollte ich sagen. Es ist ebenfalls mit Biotinkomplex und Pfingstrosenessenz. Ist für langes geschädigtes Haar. Aber ihr könnt es auch ins nasse Haar verwenden. Ihr könnt es, wie gesagt, vor dem Haare waschen verwenden, so 2 bis 3 Minuten. Oder ihr könnt es nach dem Shampoo. Ich meine, das ist mittlerweile so, dass ich Shampoo, so eine Kur oder Maske verwende und dann verwende ich zum Schluss die Spülung. Es soll angeblich, ich habe das euch schon in einem Video euch so ein bisschen schon so, ja, schon gesagt, dass es irgendwie besser sein soll für die Haare. Ob das wirklich so ist, also ich habe keinen richtigen Unterschied nicht gemerkt. Ich glaube, man muss das über auch einen gewissen Zeitraum wirklich so machen, damit man wirklich sagen kann, wie sich die Haare, ob sie sich dadurch verändert haben, ob die gepflegter dadurch sind. So, das muss man alles über einen längeren Zeitraum ausprobiert haben. Genau. Wie gesagt, hier steht dann Pre-Shampoo für ein leichtes, pflegendes Ergebnis, dann Post-Shampoo für ein intensives Pflegeergebnis. Genau. Gibt es hier was zu sagen? Intensive Schadereparatur schützt vor trockenem Haargefühl, fühlbar geschmeidigeres Haar. Genau. Das hat die Haare auch sehr, sehr gut gepflegt. Also es hat auch sehr, sehr gut gerochen, aber es war auch sehr, sehr pflegend. Ist auch eine sehr, sehr gute Haarpflegerei, die von Gliss-Kur. Jetzt kommen wir zu den Schaumerprodukten. Da kommen wir einmal zu den 7 Blütenöl-Reihe. Da habe ich einmal das Reparatur-Shampoo mit 7 Blütenöl. Trockenes, erschöpftes Haar. Dieses Produkt sieht so aus. Genau, hier habt ihr 400 Milliliter drin. Glätte, repariere jedes Haarsträhnen für leuchtenden Glanz, Geschmeidigkeit und das Haar. Das ohne dein Haar zu beschweren. Genau. Also ich hatte das schon mal. Ich muss sagen, es hat die Haare sehr, sehr gut gepflegt. Meine Haare waren wirklich geschmeidiger, weicher. Es hat zum Teil wirklich, meine Haare waren wirklich, sah auch schöner aus. Also dazu kann ich auch nichts Negatives sagen. Und dann habe ich auch die passende Reparaturspülung. Das ist diese hier. Hier steht es genauso. Repariere jede Haarsträhne für leuchtenden Glanz und das ohne dein Haar zu beschweren. Genau. Also das ist auch super pflegend. Lässt die Haare auch leichter durchkämmen, kann man die danach. Also ist auch ein sehr, sehr tolles Produkt gewesen. Dann kommen wir zu einer Haarpflegerei. Die habe ich dank einer lieben Zuschauerin, die hatte ein Paket mir zugeschickt gehabt und da war die Haarpflegeprodukte drin gewesen. Das ist die Schau mal Fresh It Up Reihe gewesen, nämlich. Da habe ich das pflegende Shampoo mit Passionsfrucht, fettiger Ansatz, trockene Spitzen. Genau, das ist diese hier. Ich reinige den Haaransatz sanft für ein perfekt gepflegtes, frisches Haargefühl für bis zu 48 Stunden. Dabei stärke ich deine Haarstruktur und pflege selbstbeanspruchte Haarspitze intensiv. Hört sich sehr interessant an. Das werde ich ausprobieren, aber das. Oh. Ich bin gerade dabei, langsam meine Haarpflegeprodukte auch aufzubrauchen. Und da wird bestimmt vielleicht das als nächstes Mal drankommen. Ob es noch dieses Jahr sein wird, das denke ich mal nicht. Vielleicht nächstes
Anfang nächstes Jahr, dass ich mir vornehme, die Produktreihe dann auszuprobieren. Dann habe ich auch die passende Spülung. Hier habt ihr 250 Milliliter drin, aber von der Spülung braucht ihr nicht unbedingt so viel, weil das ist meist sehr, sehr ergiebig und meist auch schon sehr reichhaltig und pflegend für die Haare und dementsprechend finde ich, reicht dann 250 völlig aus. Die verpacken sie dann so aus. Genau. Da bin ich mal gespannt, wie der so riechen wird. Den Geruch. Es riecht angenehm nach Passionsfrucht. Aber ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich das dann auch verwenden werde unter der Dusche. Dann kommen wir zu den letzten Haarpflegeprodukten. Das ist auch eine eher neuere Haarpflegereihe, die ich habe. Das ist die Schauma Feuchtigkeit Glanz. Das ist die Feuchtigkeitsreihe. Die ist mit Reiswasser für normales bis trockenes Haar. Das ist dieses Produkt hier. Das war mal in der Glossy Box. Auf jeden Fall war es in der Beauty Box. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal. Das war doch in der Glossy Box. Oder war das jetzt in einer anderen Box? Oh, damals habe ich noch, bevor ich ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, welche Box es drin gewesen ist. Weil ich hatte damals, in diesem Jahr, hatte ich ja noch mehrere Beauty-Abo-Boxen gehabt und habe die auch ausgepackt gehabt, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wo die drin gewesen ist. Ob es in der Blissom war es nicht. Es kann nur in der Glossy oder in der Pink Box drin gewesen sein, diese Reihe. Und ich meine, es war in der Pink Box. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr es noch wisst, wo dieses... Nein! Ach, das habe ich mir selber gekauft. Es war ein anderes Produkt in der Box, was ich euch zeige. Ich sag's ja, es ist schon abends und es ist auch schon... Ja, egal. Nein, das habe ich mir tatsächlich selber gekauft. Nachher kommt das Produkt, was in der Beautybox drin gewesen ist. Sorry, das Shampoo, wenn ich hier jetzt was Schwerstes gesagt habe, das wollte ich jetzt nicht. Da bin ich mal gespannt, wie das Shampoo so sein wird. Und dann habe ich auch die passende Feuchtigkeitsspülung mit dem Reiswasser. Glätte deine Haarstruktur und versorge dein Haar mit Feuchtigkeit für weiches, glättende, gesund aussehendes Haar. Meine Formel mit Reiswasser, Pfingstrosenduft. Hört sich sehr interessant an. Da bin ich mal gespannt, wie das so sein wird. Weil in Reiswasser oder allgemein der Inhaltsstoff, was mit Reis war, war in sehr, sehr viele Produkte. Also nicht nur in Haarpflegeprodukt. Dann habe ich ein Primer für das Gesicht. Da habe ich von Riva de Loop. Da ist auch was mit Reis. Reismehl oder was war das jetzt? Auf jeden Fall war es auch irgendwas mit Reis. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, was es genau mit Reis war. Kommen wir zu dem letzten Produkt. Und das war jetzt auch in der Beautybox drin gewesen. Wie gesagt, es war in der Glossybox. Aber wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Das ist die Feuchtigkeitsglanz, Feuchtigkeitsspülung mit Reiswasser. Das war dieses Produkt. Und nicht das Shampoo und die Spülung, sondern das war's, was in die Beauty-Box drin gewesen ist. Aber wie gesagt, es war in der Glossy-Box. Nicht in der Pink-Box, sondern in die Glossy-Box. Aber wie gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie meine Haare das so finden werden. Entwirre deine Haare für leichte Kammbarkeit und schütze es vor Föhn, Hitze. Gleichzeitig versorge ich den Haar mit Feuchtigkeit für weiches, glänzendes,
gesund aussehendes Haar. Meine Form mit Reiswasser Pfingstrosenduft ist vegan. Hört sich sehr interessant an. Also Pfingstrose riecht man so leicht raus. Also da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das so sein wird, wenn ich das Produkt verwenden werde. Ja, das war das Video mit den Produkten, was ich noch von anderer Haarpflegemarke da habe. Es wird noch ein weiteres Video folgen mit meiner Haarpflegeprodukte, die ich noch in meiner Sammlung habe, nämlich die Elvital-Produkte, die ich habe. Aber ich wollte das aufteilen mal für ein Video. Es ist doch dann einfach zu lang und deswegen splitte ich das in mehrere Videos tatsächlich auf, weil ich auch wirklich zum Teil auch zu dem Produkt euch was sagen möchte. Weil es gibt Produkte, die ich schon wirklich auch schon mal hatte, nachgekauft habe und auch wirklich sehr, sehr gerne verwende. Ja, das war das zweite Video zu meinen Haarpflegeprodukten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann hinterlasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir gerne einen Kommentar unter diesem Video, ob ihr das ein oder andere Produkt schon mal selber mal ausprobiert habt und wie ihr das gefunden habt, dieses Produkt, wenn ihr es mal ausprobiert habt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, wann ihr euch das Video auch anschaut. Und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!